Der große Jahresrückblick 2020 findet bei mir nicht statt. Ich mache das alles ein wenig anders. Ich brauche euch gar nicht groß aufzählen, was dieses Jahr alles passiert ist, denn ihr wisst es genauso wie ich. Ich kann euch nur eines sagen. Versucht an die positiven Dinge des Jahres zu denken, aber vergesst auf keinen Fall auch die negativen. Denn egal wie das Jahr war, es hat uns einiges beigebracht oder auch verdeutlicht, wie es wahrscheinlich kein Jahr zuvor für uns getan hat. Und das war's dann auch schon. Kommt gut ins neue Jahr, passt weiterhin aufeinander auf und macht nichts, wo ihr später auf den Gedanken kommen könntet. Ach, hätte ich doch bloß. Ja, und das war's dann auch schon. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin bei Mobile Check und tschüss.